Hallo zusammen. Ähnlich wie bei Milan steht in meinem Personalausweis ein bisschen was anderes, als es wirklich ist. Ich vermute, ich bin irgendwie 1,77, 1,78 und im Perso stehen 1, 2 Zentimeter mehr vielleicht. Ja, so halt. Das mit den Schuhen ist auch nicht immer so einfach. Ich habe super breite Froschfüße. Und deshalb brauche ich meistens ein, zwei Nummern größer, als ich normalerweise hätte. Aber meistens kaufe ich Schuhe in Größe 46 oder manchmal auch 47, wenn die besonders eng sind. Aber ein gutes Beispiel sind immer Chucks, da habe ich eine 11 drin. Also schon, glaube ich, 46. Ja, also wie man mir auf ersten Blick ansehen kann, mag ich eigentlich gerne alles essen. Aber viele von euch wissen ja, dass mein Vater aus Korea kommt und asiatische Küche ist natürlich der krasseste Shit ever. Und vor allen Dingen in Korea gibt es so Korean Barbecue einfach. Da ist so ein Tischgrill und verschiedene Sorten Fleisch und ganz viel Gemüse und Salate und Soßen und so weiter und kannst die ganze Zeit dann am Tisch grillen. Es ist super gesellig und ja, man hat wie gesagt alles dabei an Salat und Vitaminen gesund. Und am geilsten ist das halt, wenn man dann so ein Salatblatt hat und dann verschiedene Sorten also Fleisch und Reis und alles Mögliche da reinpackt, daraus einen Beutel macht und sich das auf einmal in den Mund steckt. Perfekt. Korean Barbecue. Super geil. Tja, Lieblingsfilm, Lieblingsserie. Obwohl ich mir die Fragen selber ausgedacht habe, habe ich gar keine genaue Antwort zu. Bei Serien müsste ich wahrscheinlich sagen, wenn es was Neueres ist, Game of Thrones auf jeden Fall. Auch wenn die letzte Staffel nicht so geil war, aber habe ich zwei, dreimal durchgeguckt, fand ich super geil. Und auf jeden Fall Doctor Who, eine englische Serie, die sehr interessant ist, ein bisschen was älter und nicht so viel Geld hatte für geile Effekte und so, aber darauf kam es auf jeden Fall bei Dr. Who nicht an. Ja, sonst schwierig. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke viele Serien gerne, aber das sind so die würde ich mir noch mal angucken wollen. Ja. Und bei Lieblingsfilmen ist es eigentlich noch schwieriger. Ich kann mich da ganz schlecht auf einen besonderen irgendwie ja beschränken. Aber ich würde sagen Star Wars. Das ist ein bisschen gecheatet, weil es insgesamt ja, keine Ahnung, 9, 10, 11 Filme sind. Aber ja, mit Return of the Jedi oder Rückkehr der Jedi-Ritter ist, glaube ich, so, finde ich so schon mit am geilsten. Und ja, wenn ich mich darauf entscheiden könnte, alle zu nehmen, würde ich alle Star Wars-Filme sagen. Und ja, obwohl es natürlich auch super, super viele andere geile Filme gibt. Aber das ist so das, was mir, glaube ich, als erstes in den Sinn kommt. Also die Frage lässt sich relativ schnell beantworten. Es ist Muse. Seit, glaube 2008 oder so, da haben sie damals ein Live-Album rausgebracht. Das habe ich mir angehört und fand so geil, dass ich das für 2 Jahre lang straight durchgehört habe. Und wenn ich jetzt momentan keine Ahnung habe, was ich hören will oder gute Laune, schlechte Laune habe, egal was, dann wird Muse angemacht im Auto und zu Hause und geht immer. Wenn ich mich entscheiden müsste, nur noch eine Band auf der Welt zu hören, dann wäre das ganz klar Muse. Waren im Übrigen auch die geilsten Konzerte, auf denen ich jemals war. Ich glaube, ich war auf 3 oder 4 Konzerten von denen und die waren zum Teil so einzigartig und super geil. Tolle Bühnenshows. Es sind halt 3 Dudes mit einem vierten, der meistens im Hintergrund ist, aber die füllen so große Bühnen aus mit ihrer Präsenz und ihrer wirklich krassen Musik und ja, super viele Leute, die auch jetzt nicht so super krasse Muse-Fans sind, sagen, yo, super geiles Konzert. Alles super. Ja, wen wird's überraschen? Jeder, der bei uns im Büro war, weiß es und ich bin da ziemlich offen mit, dass ich seit vielen, vielen Jahren Fan des großartigen BVBs bin.
Im Gegensatz zu Milan bin ich schon ein bisschen Fanboy, habe jedes Wochenende meistens schlechte Laune, weil die Spiele nicht so gut sind momentan oder super geil sind. Deshalb habe ich eine gute Laune oder was auch immer. Ja, fühlt sich momentan ein bisschen doof an. Ich würde super gerne Fußball gucken, nicht unbedingt die alten Spiele. Ja, keine Ahnung. Also natürlich gibt es Wichtigeres auf der Welt, aber Opium for the people. Fußball würde, glaube ich, zwischendurch mal ein bisschen was gut tun und die Leute an andere Sachen denken lassen. Aber ich habe natürlich vollstes Verständnis dafür, dass alle Leute lieber zu Hause bleiben sollen und sag auch, dass ihr das tun solltet. Peace. Vieles. Wirklich vieles. Dieses Video könnte 100 Stunden lang werden. In erster Linie sag ich, glaube ich, unfreundliche Menschen. Wenn Leute einfach aus irgendeinem Grund total unfreundlich zu mir sind, dann komme ich da gar nicht drauf klar. Ich würde am liebsten irgendwas zurücksagen, reg mich dann im Nachgang noch 2 Stunden drüber auf und mir kommen dann die geilsten Sprüche, aber in der Aktion selber kriege ich es einfach nicht gelevelt, irgendwas Anständiges zurückzusagen. Und irgendwie hatte ich immer eine repräsentative Rolle, ob es im Sportverein für meinen Dad war oder irgendwie jetzt, keine Ahnung, weil wenn ich in Eindorf unterwegs bin, man mich über die OT kennt, dass ich nicht einfach sagen kann, ja, du bist auch ein Penner. So, sei nicht so unfreundlich, du Arschloch. Nee, geht nicht. Deshalb ist das auf jeden Fall was mich mega nervt. Ja. So. Wo ich auch super allergisch drauf reagiere, ist, wenn Leute irgendwie Feedback geben oder im Streitgespräch mit mir sind und dann sagen die so, ja, du reagierst immer so und so und nie machst du das und bla bla bla. Also diese Wörter immer und nie, boah, da kriege ich die Krise, Mann. Das ist grundsätzlich nämlich nicht richtig und ist auch nicht förderlich dafür, was in diesem Gespräch eigentlich geklärt werden sollte. Und was ich noch nicht leiden kann, sind Clickbaits. Ich hasse es. Ich bin zwischendurch auf Snapchat unterwegs und dann kommen da diese Werbungen und dann steht da so, du wirst nicht glauben, was er getan hat. So, Junge, es interessiert mich nicht, dass er sich den Popo abgewaschen hat oder sowas. Mann, das macht jeder Mensch. Oder, weiß nicht, ey. Gerade bei YouTube, diese ganzen Videos, yo. The most incredible shit of all time. So, immer diese Superlative und im Endeffekt, keine Ahnung, rutschen die normale Rutsche runter oder sowas. Ja, das macht mich auch sauer, ja. Es gibt eigentlich nichts an meinem Job, was es nicht zu mögen gibt. Wir haben super großes Glück, dass wir in der OT Eindorf arbeiten dürfen. Unsere Chefe, Chefinnen, Chefs sind super. Arbeitsklima ist super und das Feld der offenen Kinder- und Jugendarbeit war eigentlich der Grund für mich, warum ich soziale Arbeit studiert habe. Ich bin mit dem Anspruch dahin gegangen und habe mir von Anfang an gesagt, dass es das einzige Arbeitsfeld ist, wo ich momentan arbeiten möchte. Und da gibt es halt so viele positive Gründe für. Das fängt damit an, dass ich jeden Tag mit Menschen zu tun habe, die auch freiwillig dahin kommen und nicht irgendwie da sein müssen. Wie zum Beispiel im Kindergarten oder in der Grundschule. Da sind die Kinder jeden Tag und müssen dahin. Aber bei uns kann sich jeder selber überlegen, ob er Bock hat oder nicht. Wir haben keine Vorgaben, was wir machen dürfen oder was wir nicht machen dürfen oder was wir machen müssen, so wie in der Schule beispielsweise, also nicht falsch verstehen, in der Schule wird gesagt, yo, ihr müsst jetzt in Jahrgang 10 das und das mit den Kindern machen, aber bei uns ist es so, wenn ihr auf uns zukommt und sagt, yo, wir haben Bock, das und das zu machen, wir haben Bock, ins Phantasialand zu fahren oder was auch immer, dann könnte man das absprechen und dann könnten wir das auch umsetzen und das ist eine Einzigartigkeit, glaube ich, in unserem Job und das, was das so attraktiv macht. Gleichzeitig müssen wir aber auch immer gucken, dass wir irgendwie was Cooles an Programm machen für euch, damit ihr auch da seid und damit ihr auch Spaß habt. Also wir müssen uns schon immer neue Sachen überlegen. Das ist so Segen und Fluch gleichzeitig. Ne? Wir können alles machen, aber wir müssen auch alles machen, damit es cool bleibt. Und ja, genau. Das ist so das, warum ich super gerne in der OT arbeite.